Moin Leute und willkommen hier in GTA 5. Es gibt mal wieder wirklich coole neue Ankündigungen, welche ihr wissen solltet. Und zwar geht es diesmal um drei neue Trading Places bzw. Trading Karten, exklusive Objekte zum Freischalten und echt mega krasse gute Angebote. Kommen wir erstmal zu den drei neuen Trading Karten. Diese nennen sich Trading Places 4, 5 und 6. Das sind die drei neuen. Diese müsst ihr im Social Club markieren, damit ihr diese immer spielen könnt bzw. damit diese immer für euch zur Verfügung stehen. Des Weiteren gibt es noch fette Rabatte auf schusssichere Reifen, auf Autopanzerung, also alle Panzerungen, wo ihr im LS Customs draufhauen könnt, sowie den Annihilator, das ist der coole Heli, ist auch wirklich ein schickes Ding, muss man sagen, und weitere ausgewählte Waffen sowie Munition und einfach Stuff vom Ammunition. Des Weiteren gibt es noch ein bisschen was Exklusives, und zwar gibt es einmal eine Hausjacke und einmal einen Pyjama. Dieses, wie ihr das bekommt, ist wirklich mega, mega einfach. Ihr müsst euch nur bis zum 20. Juni einmal in Online einloggen und schon habt ihr das Ding. Wenn ihr euch danach einloggt, werdet ihr das Ding nie wieder bekommen. Ist wirklich nur ein exklusiver Inhalt, den es jetzt gerade nur gibt. Dann habe ich ja vorhin schon die Rabatte von dem ganzen Zeug angesprochen. Jetzt gehe ich noch ein bisschen genauer auf die Rabatte ein. Und zwar gibt es 50% auf schusssichere Reifen. Also normalerweise kosten wir 25.000, 50%. Ihr wisst selber, da spart ihr wirklich eine ganze Menge. Dann gibt es 25% auf Autopanzerung. Wenn man bedenkt, dass die teuerste Autopanzerung 50.000 kostet, ist da das wirklich auch schon ein ganz gutes Stück. Und 25% gibt es auf den Annihilator bzw. den Heli. Ihr wisst selber, das Ding kostet über 1 Million. Also ich denke, da brauche ich dann nicht viel dazu sagen. Dann gibt es noch 25% im Ammunition Store. Einmal auf die Karabiner, auf die Sturmgewehre, auf Kompaktgewehre sowie Reihenfeuerpistolen. Dann gibt es noch auf MPs, schwere Schrotflinten, Einsatz-PDW, jede Muni, also wirklich jede für jede Waffe, ist 25% billiger. Dann noch auf die Farben und Gravuren, also selbst die Gravuren, die wo wirklich schweineteuer sind. Da bekommt ihr auch über 25% drauf. Dann noch auf Körperpanzerung und Fallschirme sowie Kappen. Das ist dann aber auch schon alles. Wie gesagt, ist ein wirklich... Ich denke mal, man kann da sehr viel sparen, wenn man das ganze Zeug sich eh kaufen wollte. Gerade bei den Panzerungen oder so, ihr haut eh alle eine Panzerung auf euer Fahrzeug drauf. Und wenn ihr da noch ein bisschen Kohle sparen könnt, ist doch auf jeden Fall nicht verkehrt. Puh, aber ansonsten, Link zum Newswire ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten war es das von meiner Stelle auch schon wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut und haut rein.